Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 3 Titan Lords. Meine Gute, was hast du denn für Waren für uns? Zeig mir deine Ware. Fechtschwert ist schlechter als unseres. Machete ist auch nicht besser. Ein Krummsäbel. Bis zu 50 Schaden. Aber ich glaube, mit unserem momentanigen kommen wir gar nicht so schlecht aus. 50-50 hat sie da. Wert ist es 2. Was haben wir? Was haben wir noch? Warte, benutzbar? Ist das Feld das nur benutzbar? Oder ist das Plunder? Plunder, ne? Schrot haben wir 7, Kugel 62. Ja, das ist okay. Das passt. Brauchen wir dabei nichts. Ich danke dir, gnädigste Frau. Gnädige Frau, so. Und tschüss. So, hier wäre ein Krügelein, ein paar Äpfelis, ein Tagebuch von Grace. Aha. Da werde ich mich mal rausschleichen. Und Bones schleicht damit. Ja. Die schlafen jetzt alle, das ist sehr gut. Vielleicht haben wir Glück und wir können da noch... Ich habe kein Fleisch zum Braten. Mhm, gibt's ein Herd hier auch, okay. Möchte ich jetzt gerne schauen, ob wir hier noch was stibitzen können. Schnarcht der oder zischt da was? Da zischt einfach nur was, ne? Gut. Also nehmen wir das alles mit. Die letzten Habseligkeiten, die sie hier haben. Die Truhe mache ich zum Schluss. Da drüben war, glaube ich, noch ein Apfel. Jawohl. Sehr gut. Dann erlaube ich mir mal, hier die Truhe zu öffnen. Zuerst das Tagebuch lesen. Ich denke. Tagebuch von Grace. Oh. Und verschlossene Truhe. So, das war einfach. Stoßklinge. 20 bis 25, ja, okay. 20 Wert ist nicht viel wert auf Deutsch, ne? Also Fähigkeiten, Stichwaffe, beeinflusst Schaden, Schwert ist es keins. Ist ja eine Stichwaffe, ne? Eine einfache Klinge zur Selbstverteidigung. Scheibendegen. Stoßklinge braucht man dafür und Erz. Aha. Und Silberteller 2. Oh, Schande. Okay, ist nicht viel besser. Also Goldwert 40, ja. Schaden 25 bis 30, wieder Stichwaffe, beeinflusst Schaden, Stichwaffe plus 5 diesmal. Eine leichte und dennoch sehr effektive Waffe. Eisenerz, Golderz und Rohstahl. Nehmen wir alles mit. Passt. Dann schleichen wir uns mal raus. Na, das hat jetzt gerade ausgeschossen, wenn da... Lass bitte alles an seinem Platz, ja? Natürlich, ich greife nichts an. Ich habe nichts gemacht. Inventar. Blunder. Tagebuch lesen, unbedingt. Tagebuch von Grace, da. Also, ein abgegriffenes Tagebuch ist eins wert. Das hier mal, ne? Also, liebes Tagebuch. Heute habe ich einem Fremden die Geschichte von meinem Vater Bongrad, dem Freihändler, aufgetischt. Ich frage mich, warum ich das getan habe. Ich fühle mich einsam hier. Früher hatte ich wenigstens noch meine Kunden, aber heute? Dieser verlauste Lehrling von meinem Mann ist auch zu nichts zu gebrauchen. Vielleicht sollte ich mich wieder meinem alten Beruf widmen. Damals hatte ich wenigstens Gold in der Tasche. Ja... Ah, sie war ja doch sicher. Sie war ja so eine, ne? Freudendame. Ja, ja, ich weiß schon wieder. Stimmt, das war die Blonde, die zum Treppenaufgang von Admiral Alvarez Residenz da oben, ne? Da unten, besser gesagt, stand, wo jetzt Donovans Leiche, ne? Also, ihr wisst schon. Liegt. So, da in der Nähe. Ich glaube, ich meine, das war so. So, also schmieden hat keiner Bock. Wenn ich jetzt was ausraub, wird es wohl keinem interessieren, hoffe ich mal. So. Wurfdolch, Fackel, Eisenerz und Rohstahl nehmen wir alles mit. Dann haben wir hier nichts. Kanonenkugeln.
Großartig. Eine Schmiede, mit der ich nicht umgehen kann. Hoppala. Weil wir haben noch nichts gelernt. Ich bin kein Schmied. Ja, genau. Dann, hier draußen steht jemand. Okay, ein Goldklee haben wir hier. Der hält immer noch... Oh, da ist jemand gestorben. Hey, pass darauf, wo du hintrittst. Warum sollte ich? Warum wohl? Ist gefährlich hier. Ich gehe, wohin ich will. Danke für den Tipp. Ja? Danke für den Tipp. Ei, wird deine Haut retten. Scarlett, die Braut vom Hafen, hat's auch schon erwischt. Was Und Hafen? Donovan hat auch die längste Zeit in seiner Bude gewohnt. War nichts mehr zu machen. Schlechtes Gewissen wegen Scarlett? Wartest du hier auf etwas Bestimmtes, Scarlett? Schlechtes Gewissen wegen Scarlett? Ei. Und warum? War für sie verantwortlich. Dem muss man auch jedes Wort aus der Nase ziehen. Wartest du auf was? Wartest du hier auf etwas Bestimmtes? Ei. Und das wäre? Den richtigen Moment. Um was zu tun? Jetzt komm auf den Punkt, um was zu tun? Um was zu tun? Viecher umhauen. Ich glaube, der ist auf Valium. Wo genau? Wo genau? Da hinten. Wie viele Viecher? Wie viele Viecher sind es? So langsam fängst du an zu nerven. Jetzt komm auf den Punkt. Wenn du dann endlich die Klappe hältst. Auf dem Blutschwurplatz sind ein paar Biester, die brauchen mal einen Arschtritt. Ja, geht doch. Arschtritte? Genau meine Spezialität. Arschtritte? Genau meine Spezialität. Zuzutrauen wär's dir. Hilf mir, die Viecher einzumotten und 100 Goldstücke gehören dir. Jupp, perfekt. Sind wir dabei. Ich bin bereit. Lass uns die Biester vom Blutschwurplatz jagen. Ei, zieh deine Waffe und mir nach. Jawohl. La 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 la. Was haben wir denn da? Hundis. Das nimmt kein Ende, die Biester. So, den ersten haben wir schon mal. Au. Der Blutschwurplatz. Ein Opferaltar auf der Wiese. Alter! Die Schatten ziehen durchs Land. Und wir köpfen uns gegenseitig wegen ein paar geklauter Kartoffeln. Man muss eben Prioritäten setzen. Putsch ist auch tot. Sieht wohl so aus. So, na? Jagen. Jemandem was auf die Schnauze geben, liegt mir eher. Die Viecher sind auf dem Blutschwurplatz sind hinüber. Die Viecher auf dem Blutschwurplatz sind hinüber. Gut, hier ist ein Anteil. Danke. Servus. Taschendiebstahl machen wir es dann, wenn wir es können. Also später, später. Jui, ein Teleportstein. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Und ein Fingerblatt. Dann gucken wir mal da drüben noch fertig. Aha, da geht es ja schon zu Alvarez, ne? Dann machen wir das ein bisschen später. Aber Schlangenwurz nehmen wir mit. Dann würde ich sagen, drehen wir geschwind um und schauen uns da drüben noch um, wo der... Hui, das ist eine Markebeere. Wo der Typi da gerade herkam. So, das war nur eine Bank. Vielleicht, da liegt ja noch eine Leiche dort, ne? Müssen wir auch anschauen. Schädelblüte, jawohl. Ist hier auch noch was? Na. Eine Säge vielleicht? Nein. Okay. Halt, ein Fingerblatt. Oh, Entschuldigung. Da, Feuerblume, sowas. Ich habe es nur gelesen. Bill ist tot. Wieso das denn? Ich glaube... Ein Lagerfeuer? Okay. Geisterblume. Oh, oh, das heißt, da gibt es Schatten. Da muss es dann Schatten geben. Ich speichere mal ganz kurz. Ja, bitte. Was haben wir hier? Ein Skeletti. Okay. Hallo, wer bist denn du? Griffith. Hey, dieser Flecken Erde hier gehört mir. Also glaub ja nicht, dass ich ihn hergebe. Das kannst du auch gerne deinen Freunden in der Hafenstadt sagen. Was für Freunde. Ich bin nicht hier, um dich zu verjagen. Ja, genau. Ich bin nicht hier, um dich zu verjagen. Nicht?
Was machst du dann hier? Ich bin auf der Durchreise. Ja, genau wie ich. Nur mich will ja niemand hier haben. Sei es drum. Für Typen wie mich gibt es hier einfach keine Zukunft. Warum bist du nicht in der Hafenstadt? Warum bist du nicht in der Hafenstadt? Ich bin ja schon dort gewesen. Hab sogar diesem alten Fettwanz Spencer meine letzten Goldstücke in den Rachen geschmissen. Aber kaum willst du mal ein paar Flaschen Rum anschreiben lassen, wirst du vor die Tür gesetzt. Ein Scheißleben, sag ich dir. Ja, das ist schon blöd. Hau doch ab, wenn es dir nicht passt. Jammerst du immer so viel, es gibt Schlimmeres. Meh? Jammerst du immer so viel? Ich habe auch allen Grund dazu. Seele minus eins. Während ich hier um mein Leben fürchte, hat der Rest ein Dach über den Kopf. Hätte ich wenigstens mein altes Zeug, dann könnte ich einen Neuanfang wagen. Ich dachte immer, es wäre nur ein bisschen frech, ne? Scheiße. Egal. Was ist mit deinem Zeug? Was ist mit deinem Zeug? Naja, einen Teil habe ich versetzt, um an Gold zu kommen. Was bleibt einem sonst auch übrig, wenn dir die Kohle fehlt? Und der Rest ist in den Händen dieser Halsabschneider. Ich muss es irgendwie zurückkriegen. Wem hast du deinen Krempel überlassen? Wem hast du deinen Krempel überlassen? An die Fressen erinnere ich mich noch genau. Aha. Warte mal. Meine guten Klamotten habe ich für ein paar Goldstücke beim Lagermeister Flynn versetzt. Der hat das Zeug sicher gut verschnürt im Lagerhaus rumliegen. Und der Wirt Spencer trägt meinen Goldbeutel am Hosenbund. Aber ich will verdammt sein, wenn er ihn behält. Der Beutel war ein Geschenk meiner Mutter. Außerdem hat einer seiner Schläger mir meinen Degen abgenommen. Das gute Stück verrostet jetzt sicher in irgendeiner staubigen Ecke. Ich sehe mal, was ich machen kann. Ich sehe mich nach deinem Zeug mal um. Was? Wirklich? Warum würdest du das tun? Damit die Seele wieder Plus kriegt. Ich habe nichts von umsonst gesagt, weil du sonst als Futter endest. Ja. Weil du sonst als Futter endest. Futter? Ja, halbe Hemden wie dich verspeisen diese Höllenhunde zum Frühstück. Verdammt! Dann beeil dich bloß! Bring mir mein Zeug und ich schau mal, was ich abdrücken kann. Deal? Deal. Okay. Gut, da oben wären die Höllenhunde. Verdammt, ich habe eine Seele minus kassiert. Naja, wird wohl hoffentlich bald mal soweit sein, dass wir unsere Seele reparieren können und dass ich dann Plus schreibe. Verdammt. Ich wollte nur frech sein eigentlich, ne? Jetzt habe ich nicht gedacht, dass das... Meine Armbrust liegt einfach so herum. Die nehme ich mit. Und? Diebeskunst 2. Ist der Finger mal nicht lang genug? Lege dir eine kleine und feine Zange zwischen die Finger. Damit kommst du besser an das Objekt der Begierde. Nur richtig gute Schmiede können so etwas herstellen. Ich kannte mal einen auf Taranis. Gordon war sein Name. Das werde ich mir merken. Okay. Einen Herd, der uns nichts bringt. Eine Gabel. Ein Bettchen, ja. Vielleicht hört es dann mal zum Regnen auf. Wenn ich mich mal bis zum nächsten Morgen hinlege. Brauchst gar nicht glauben. Shift immer noch. Unglaublich. Na gut. Da ist noch eine Gabel oder habe ich sie nicht aufgehoben? Doch, habe ich. Es sind drei Gabeln insgesamt gewesen. Wie mir scheint. Gut, dann hätten wir das schon mal. Tada! Scarlett ist tot, mahnt die Arme. Die war so nett damals im Zweier. Das tut mir gerade im Herzelein weh. Oh, die Schamanin. Ob sie noch da ist? Also die Alchemistin? Ein Äffchen ist mal hier, ja. Hallo? Wohnt hier noch jemand? Na, schaut nicht aus. Da sind wir noch zu schwach. Ritualpraktiken. Mal sehen. Die Stimmgabel gab ihnen einen besonderen Klang vor. Ein Ton, der ihre Gesänge begleitete und sie in Trance führte. Eines Nachts nahm ein Dieb die Stimmgabel und flüchtete nach Kalador. Ah ja. Aha. Okay. Wie schaut's eigentlich aus mit unserer Diebesfähigkeiten, Dings, Fingerfertigkeit, wollte ich sagen. Wie viel? Wir haben 8000. Oi.
würde mir nicht helfen. Könnte ich noch sparen. Bringt bitte mal nichts. Bringt mir gar nichts. Da haben wir 50. Da müsste ich 2 lernen. Das ist. So viel Ruhm habe ich nicht. Ruhm und Ehre. Keine Chance. Habe ich mich jetzt hier auch genügend umgeschaut? Ich bin so doof. Ja, hilft nichts, ne? Diese Truhe kann ich eh nicht öffnen. Das Buch haben wir gelesen. Mehr ist da nicht. Ist die auch weg? Wer hätte das gedacht? Ja gut, da ist einmal nichts. Da haben wir ein Äffchen. Haben wir da hinten noch irgendwas herumliegen? Ein Wasserfass. Da könnte ich mal einen Schluck nehmen. Boah, das sind Höllenhunde, ne? Die könnte ich aber auch mal gleich direkt besiegen. Wenn wir ein bisschen Ruhe haben. Au. Ja. Au, au, au. Daneben. Super. Weil die auch immer so zappeln müssen. Au. Wow, Bones. Was ist mit dir los? Bist du betrunken? Mit den Bones. Das bin ich überhaupt nicht gewöhnt von dir. Hat er vielleicht einen schlechten Tag gehabt? Geht's wieder, mein Freund? Fauler Pilz. WTF? Was soll ich mit einem faulen Pilz? Ist das auch ein Fauler? Tatsächlich. Tatsächlich. Tatsächlich, wollte ich sagen. Aha, da hinten ist ein Dings. Okay. Da ist noch ein Fauler. Achso, ist eine Quest. Okay. Timo der Kleine. Eine Ente. Okay. Ja, hallo? Na du? Hä? Eine Quest. Okay. Wahrscheinlich. Also, ich lasse den natürlich jetzt mal am Leben. Wenn die Ente schon einen Namen hat, ist das wieder so verdächtig. Fauler Pilz. Geisterblume. Noch ein fauler Pilz. Lager. Scarlet. Na, Emma. Hallo? Ah, was? Was ist passiert? Du warst bewusstlos. Die Hunde. Diese grässlichen Hunde. Du musst... Tote Hunde beißen nicht. Du meinst... Die sind hinüber. Danke. Ohne deine Hilfe wäre ich jetzt schon tot. Hier, nimm dies als Dank von mir. Du siehst aus, als könntest du sowas gebrauchen. Ja, dankeschön. Dann erzähl mal, was dir passiert ist. Genau. Kannst du mir irgendwas auf dem Weg mit auf den Weg geben? Na, zuerst erzählen. Dann erzähl mal, was dir passiert ist. Ja. Als ich gemerkt habe, dass diese Kreaturen die Stadt angreifen, wollte ich mich hier am Oststrand verstecken. Mhm. Aber von hier aus gab es keine Fluchtmöglichkeit mehr. Ich saß in der Falle. Kannst du nicht schwimmen? Nein, das liegt mir nicht sonderlich. Ich wäre ertrunken. Aber ich habe mein Schicksal akzeptiert. Selbst jetzt spüre ich den Tod immer näher kommen. Ich habe nur noch wenig Zeit. Ach, jetzt komm, jetzt haben wir dir doch geholfen. Wie kann ich dir helfen? Wie kann ich dir helfen? Ich fürchte, es ist fast zu spät für mich. Du lebst doch noch. Ja, aber wer weiß, wie lange. Vielleicht gibt es ein Heilmittel. Ich kenne ein altes Rezept des Shaganumbi-Stammes. Ob es wirkt, weiß ich nicht. Aber in all der Dunkelheit... ist es ein Hoffnungsschimmer. Einen Teil der Zutaten habe ich. Lediglich modrige Knochen und faulige Pilze fehlen mir. Mhm. Du kennst Eingeborene der Shaganumbi? Du kennst Eingeborene der Shaganumbi? Ja, von ihnen beziehe ich einen Großteil meiner Waren. Die Voodoo-Künste ihrer Hexen haben mich schon immer fasziniert. Mich auch. Und sieh, was aus mir geworden ist. Ich verstehe nicht. Schon gut. Der Geist will schweigen, aber der Mund ist schwach. Ja.
Was das Heilmittel angeht. Ein ordentlicher Schluck Rum könnte dir auch helfen. Faulige Pilze, das nennst du Zutat? Voodoo-Tränke sollen nicht schmecken. Sie sollen wirken. Na schön, wo treibt man diese Delikatesse auf? Sieh dich am kleinen Strandabschnitt um, ja, an dem die Höllenhunde mich attackiert haben. Sieben faulige Pilze werden ausreichen. Gut. Und die Knochen? Du brauchst modrige Knochen? Soll ich den Friedhof umgraben? Nein. Das haben die Schattenwesen bereits für dich erledigt. Hm. Geh zum Friedhof, westlich vom Haus der Kapitäne. Sammle 5 modrige Knochen auf und bring sie mir. Vielleicht würde... Ich besorge dir die Zutaten für dein Rezept. Vielleicht wird dir Rum auch helfen. Ein ordentlicher Schluck Rum könnte dir auch helfen. Nein. Ich vertraue nur meiner eigenen Heilkunst. Ja. Mahlzeit. Na dann? Ich besorge dir die Zutaten für dein Rezept. Gut. Ich ziehe mich wieder in mein Haus zurück. Du findest mich dort. Ja gut. Und das hier? Kannst du mir irgendetwas mit auf den Weg geben? Nun, ich denke... Du bist weniger an guten Ratschlägen als an praktischen Dingen interessiert. Hier. Dieses Amulett war mir immer ein treuer Begleiter in schweren Zeiten. Vielleicht ist es an der Zeit, dass es einen neuen Träger bekommt. Danke. Jadeanhänger. Wow. Okay, die Pilze dürften wir jetzt eigentlich gleich haben. Jawohl. Jetzt fehlen nur noch die Knochen. Ich habe kein Fleisch zum Braten. Ja, ich wollte es nur probieren, ob wir vielleicht zufällig noch was hätten. Entschuldigung. Da, also Friedhof. Da ist eine Muschel, weil ich sie gerade herumliegen sehe. Dann eine Feuerblume. So. Jo. Dappi, dappi, dappi. Friedhof westlich, der war da hier. Puh, war denn der jetzt schnell? War der da hinten? Oder war der auf der anderen Seite? Ich bin mir komplett unsicher. Hier war der Duellplatz, ne? Und ich dachte immer, Friedhof wäre hier gewesen, irgendwo. Bin ich aber, glaube ich, ganz falsch, ne? Der war dann andere Seite drüben. Ich will mit denen da noch nicht sprechen. Aha, die Leiche haben sie schon entsorgt. Die ist weg. Oder muss ich doch hier rauf? Ich fürchte schon, ne? Hier rauf und hier rüber. Ups. So, da, Schädelblüte. Hier war der Friedhof, genau, genau. Also modrige Knochen, da hätten wir schon mal Das soll ein Friedhof sein. Ich habe Friedhöfe gesehen, die waren 4-mal so groß. Und dort lagen mindestens 4 Personen pro Grabstein im Grab. Das hier ist doch Platzverschwendung. Mein Gott. Wen haben wir denn hier? Nesir. Oh. Gibson. Torben Baben. Timo der Große. Murai. Also, wenn es hier einen Timo der Große gibt und hinten ist der Timo der Kleine, warum haben die eine Ente begraben? Oder ist da jemand verflucht worden? Mal schauen. Das ist aber schön, das sind genau beim Wally, genau hier beim Grabstein. Scarlett. Boah, die hat einen großen bekommen. Einen schönen. O'Connell ist auch gestorben. Pyrianda, der Kupferne. Kann mich gar nicht mehr erinnern. Sir von Huff. Schande, ich kann mich gar nicht mehr so genau daran erinnern, im Zweier, ob es die gegeben hat. Noch, oder, also man Scarlett schon. Scarlett weiß man. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Schafauge. Einen modrigen Knochen bräuchte ich noch, bitte.
Der müsste dann noch hier unten irgendwo sein. Ich sehe ihn aber gerade nicht. Da ist er. So. Gut. Das hätten wir. Dapsel, dapsel, dapsel. Dapsel, dapsel, dapsel. So. Jetzt müssen wir noch die Emma finden. Ich hätte vielleicht noch mitgehen sollen, damit ich weiß, was ihr Haus ist. Aber ich vermute mal, sie wird dort sein, wo Voodoo, wo die Voodoo-Händlerin immer war. Also hier, denke ich mal. Ja, genau. Hallo, Emma. Was das Heilmittel angeht. Was das Heilmittel angeht. Hier sind die Zutaten. Ich habe die Zutaten, die du wolltest. Ich danke dir. Gerne. Dann lass mich sofort ans Werk gehen. Bitte. Ich glaube, der Trank zeigt Wirkung. Es wird noch eine Weile dauern, bis ich wieder die Alte bin. Nimm dies als Belohnung. Du kannst auch einen Blick auf meine Waren werfen. Dann zeig mal, was du... oder beibringen. Kannst du mir etwas beibringen? Klar. Was möchtest du wissen? Das weiß ich noch nicht. Tränke brauen und Alchemie lernen. Alchemie. Pulver, Salben und Elixiere für alle lebenslang. Bei dir wirken sie besonders gut. Dein Talentwert Alchemie steigert sich um 10 pro Stufe. Und Tränke brauen lernen. Stelle magische Tränke aus den richtigen Ingredienzien her. Ich habe nicht genug Gold. Ja, ich habe es befürchtet. Ware. Zeig mir deine Ware. Sicher. Sieh dich nur gut um. Was kann ich denn ver... Was ist denn das? Kreole? Gold kosten 200. Einschüchtern plus 5. Silberzunge minus, weil wir das gerade anhaben, ne? Also der klassische Ohrring der Seefahrer. Ach so ein rundes einfach nur, okay. Piratenanhänger, Schädelamulett, Eisenring. Okay, die hat viel Schmuck. Ohrwaschel. Ja, brauche ich nicht unbedingt. Derweil, Rezept hat sie 1, Fingertrunk. Alle Anweisungen und Zutaten für das Brauen eines Fingertrunks. Diebeskraut, Trank des Diebes. Fingerfertigkeit plus 5. Die besten Diebe helfen nach. Trank des Diebes brauchen wir dann noch. Aha. Trank des Diebes, hier. Schlösser knacken, plus. Okay. Eine Tatze kann man dann später auch noch kriegen. Okay. Also vielleicht lernen. Rezept für einen Trank. Nur für einen Trank des Willens. Verbrauchsgegenstand. Alchemie verstärkt sich. Aha. Tränkebrauenfähigkeit wird benötigt. Ja. Dieser Trank hilft dir, dich zu konzentrieren. Wahrscheinlich brauchen wir den später auch, damit man mehr Magie oder so dann kann, ne? Verkaufen. Was hätten wir denn? Ja. Panzels Meisterschwert. Das ist wohl das mieseste Stück Metall, das je geschmiedet wurde. Au weh. Die Stoßklinge, ja, können wir vielleicht bei passender Gelegenheit noch aufmotzen, aber Silberteller dafür opfern, weiß ich noch nicht. Die Armbrust möchte ich noch behalten, Wurfmesser, Wurfdolche, Matrosenring, Jadeanhänger, das behalten wir, glaube ich, alles natürlich. Kristallring, Kristallmagie ist für uns später sicher von Vorteil. Schnaps des Kämpfers, der Überzeugung, Silberzunge mehr, okay. Was haben wir denn bei Blunder noch? Muscheln müsste ich erst aufmachen. Spinnenbeine. Für Voodoo-Magie? Ich weiß noch nicht so recht. Augen sind, glaube ich, auch für das. Wichtige Zutat für Tränke, aha. Warzenschweinfell, das können wir mal hergeben. Das Pantherfell gehen wir her. Jo. Eine Schaufel können wir hergeben. Einen Löffel.
Ich würde sagen 5 Krüge, 6 Gabel, weil die brauchen wir wirklich nicht. Einen Topf. Ja. Und dann sollen wir Alchemie schon lernen? Ach, ich glaube, ich verzichte noch drauf. Später dann, wenn wir mehr Geld haben. Na gut, ihr Lieben, das war's dann wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!